Ja, das Ernährungskonzept spielt ja bei Fröbel sowieso eine große Rolle und natürlich auch bei uns hier im Haus. Versuchen das an verschiedenen Stellen immer wieder aufzugreifen, die Kinder mit einzubeziehen, sodass sie hier vor Ort eine frische Küche erleben können, Lebensmittel kennenlernen, die sie vielleicht sonst nie kennenlernen würden. Und ja, der Sozialraum spielt natürlich auch eine große Rolle. Manche Familien haben wenig Zugang zu frischen Lebensmitteln oder kennen sie nicht. Und so versuchen wir das über die Kinder in die Familien zu transportieren. Von meiner Seite herzlich willkommen. Den Kürbis würde ich quasi anfangen, also ein bisschen in Streifen noch zu schneiden, die Erwachsenen oder ich. Und dann können die Kinder, diesmal habe ich was Neues, mit diesem, ja, Wellenschneider. Geht noch besser als ein Messer. Ich finde das schön, weil die Kinder da einen Bezug zu den Lebensmitteln bekommen. Gesunde Ernährung einfach von der Lotta zu fördern oder von den Kindern allgemein. Den Bezug, was kann ich schönes vielleicht auch mit wenig Zucker herstellen? Was schmeckt mir vielleicht, was ich vorher nicht probiert habe? Da sind auch Dinge dabei wie rote Beete, wo ich eigentlich gedacht habe, dass mein Kind das nicht isst. Und in dem Aufstrich hat es gegessen. Ich habe gelernt, dass der Kürbis so hart ist und dass man den pürieren kann. Wir haben die Kochnachmittage für die Familien. Es gibt ein Kochangebot für die Kita-Kinder im Vormittagsbereich, wo sie quasi die Rezepte, die wir dort kochen, mit nach Hause nehmen können und dort ihren Eltern präsentieren, was gekocht wurde. Und alle Rezepte und Aktivitäten sind aktuell dann auf der Homepage zu finden. Next to me. Found you by the old tree. Es ist immer eine schöne Gesellschaft, wenn wir hier zusammen kochen. Über das Kochen kommt so viel Freude und auch Interaktion zustande, was man sonst zwischen Tür und Angel nicht schaffen würde. Oh, let's run away and not know where we are going to. Let's go far today and it's our. Na, es gibt insofern Beispiele, dass quasi Kinder, die hier vor Ort mit am Frühstück teilnehmen und die vegetarischen Aufstriche jetzt schon kennengelernt haben, dass die quasi jetzt schon da waren und gefragt haben, was es für Aufstriche sind. Sie brauchen die Rezepte, die Kinder essen nichts anderes mehr. Schmecken lassen. Meine Inspiration mit Kindern vor allen Dingen zu kochen ist, sie vorzubereiten auf ein Leben, was nicht abhängig sein wird, im Supermarkt bunte Verpackungen zu kaufen, ohne zu wissen, was in diesen Verpackungen eigentlich steckt. Und die Einfachheit der Gerichte kennenzulernen. Also, dass man aus meist drei, vier einfachen Zutaten und Gewürzen ganz viele verschiedene Dinge machen kann. Weil das für den Körper auch am besten ist. Wenn man nur Süßkram isst, dann wird der Körper, also schadet das dem Körper auch. Finden wir nicht so schlecht.